Wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu einer neuen Folge Town of Sand and Ranked. Wie unbedeutend die Elo-Punkte wirklich sind, sieht man hier in der Runde, denn ich gehe stark davon aus, dass wir in einer Runde mit Büttel sind. Zumindest ist da jemand mit dem Namen Sloth unterwegs. Hat auch diesen Smiley-Ding gepostet. Ist mein Nachbar unten, der Yeti. Von daher gehe ich stark davon aus, dass wir hier mit Büttel sind. Büttel selbst soll wohl bei einem Elo-Punkte von 2100 plus sein. So viel bringt Elo-Punkte. Ja, ich wollte es nur mal gesagt haben. Gut, wir schreiben natürlich erstmal einen Fake-Will, und zwar mit Jon Snow the Jester, für den Fall, dass dann das Geyser irgendwie sein könnte. Kriande, mal schauen. Und alles Noobs außer Mutti. Und das Tolle ist, ich werde jetzt etwas benutzen, und zwar gegen Büttel, mit dem sie nämlich kam, dass dieser letzte Wille ja hier mit diesen Leerzeichen beim Kopieren nicht ist. Deswegen sieht man, dass es ein Fake-Wille ist. Ich werde es mit Absicht einfügen, damit sie mich lynchen. Ja, quasi mit dem spielen, was wohl eventuell den ein oder anderen, was wohl der ein oder andere wahrnimmt. Sofern ich so lange lebe überhaupt. Ist auch wichtig. Und zwar, wir haben ja einfach Sheriff Claim, keine Ahnung, Night One, Lenny Not Suspicious, keine Ahnung, irgendwie sowas. Mich interessiert mal, ob der das dann hier übernehmen würde, wenn ich das jetzt so kopiere, weil ich glaube schon, oder? Ich werde es nicht abschicken. Ja, übernimmt er. Abgesehen davon, dass ich Sheriff falsch geschrieben habe. Das ist schon mal peinlich genug. Aber es ist getan. So. I counterclaim the survivor claim. Interessant. Jetzt können wir mal gucken, vielleicht ein bisschen drauf aufpassen, wie Sloth hier denn das spielt, falls es wirklich Büttel ist. Wird nichts geschrieben. Ah, okay. Es ist wirklich Büttel. Zwei Survivor Claims, easy lynches. Schreibe mal rein, dass das möglich ist. Bei zwei Survivor Claims kann einer von beiden Jester sein. Ja. Muss ja mal gesagt werden. Ja, ist Büttel. Inno würde ich nicht voten. Wenn, dann abstaine ich. Inno voten bei verdächtigen Jestern ist dumm. Dann reißt du sie runter, anstatt dass du sie los wirst. Wenn jemand dumm ist, gilt die zu voten. Es gibt echt einen Inno-Vote. Wow. Ich meine, wir wissen, dass er wahrscheinlich kein Jester ist, weil wir selbst Jester sind. Ist auf jeden Fall interessant. Habe ich Lenny reingeritten? Nein, ich habe Jon Snow reingeritten. Wow. Haben sie doch. So, so viel dazu. Survivor Claim als Werber würde ich halt auch nicht machen. Wir haben jetzt Zilla untersucht. Not Suspicious, überraschenderweise. Wieso kriege ich nur Not Suspicious Leute rein? Das Problem ist, ich wette, dass Sloth nicht drauf reinfallen wird, dass das hier so ein mit dem Leerzeichen ein Fehler ist. Weil sie weiß, er weiß, dass ich weiß, dass wir beide wissen, dass das auffällig für manche ist. Deswegen wäre mir ehrlich gesagt Sloth tot ganz lieb. Drei Tote. Bodyguard, Veteran, Jailer, was auch immer. Veteran.
Jetzt müssen ein paar Townies draufgegangen sein. Investigator. Wie kann bitte in Nacht 2 stehen, Rob Van Dam? Das ist auf jeden Fall eine Lüge. Der kann nicht wissen, was er ist. Das heißt, er ist wahrscheinlich Konsigliere. Siehste. Er konnte Nacht 2 nicht wissen, was er ist. Das heißt, die Information, die er hier hat, hat er sich Nacht 1 geholt. Rob Van Dam, Invest oder Mayor. Wird kaum wirklich Konsigliere sein. Ja. Hensi ist Invest, Konsig oder Mayor. Guck mal, die haben sich gegenseitig untersucht. Das ist lustig. Also ich find's lustig. Execute. Oh, hoffentlich ein Townie. Bitte ein Townie. Protective Bodyguard Claim oder so. Amnesiac Claim. Na gut, dann wird er kein Townie gewesen sein. John Proctor hat Survivor geclaimed. Counterclaim, Survivor Claim. Amnesiac. Schade. Jetzt sollte ich von meinem Fake-Willen weggehen. Wow, Survivor Claim, der Ding schreibt. Nein, wir gehen auf Bodyguard. Den hätte ich niemals besucht. Wir hätten Fuckface besucht. In der zweiten Nacht hätten wir Potato My Chemical besucht. Und ab jetzt, till end, ist es John Proctor. Das wird unser Fake-Wille sein. Darauf achten, dass wir hier ein Leerzeichen haben. Ordnung muss auch beim letzten Willen sein. Selbst wenn er fake ist, natürlich, komm vorbei. Ja, guck mal. Survivor Claim. Fällst du drauf rein? Auf diese erste Leerzeile? Counter, es kommt echt ein Counterclaim. Wow. Das ist so easy. Also Jester ist in dem Fall echt easy. Oh. Ich werde echt runtergevotet. Saugeil. Ich bin jetzt echt zum Schreiben gewesen. Ah, wie geil. Jailer auch noch. Herzlichen Glückwunsch. Ah ja, will mehr rollen. Schade. Warum muss der Mayor vernünftig sein und denken, er kann es halt sein? Na. Komm, weh mich. Selbst wenn er jetzt wirklich als Bodyguard kommt, war das Scarecrow? Nee, es war Skubraka. Be careful about Skubraka. Could be SK wants me dead. Okay. Jetzt wechseln wir den letzten Willen. Und wechseln halt auf den Jon Snow. Wichtig ist, der Fake-Wille hier oben muss verändert werden. Darf nicht mehr Jon Snow stehen. Dann machen wir jetzt Tom Hartford raus.
Das Problem ist, dass mein Bodyguard-Claim zum Lynchen gebracht hätte, weil Bodyguards werden immer gelyncht. Hat man ja gesehen, mich wollten fast alle tot sehen. Die Witch ist raus. Das ist ja mal richtig geil, jetzt bin ich Annie Jester. Ich hoffe, dass jetzt die Mafia nicht auf mich geht. Das wäre so schlecht für mich. Das macht auch keinen Sinn, hier oben in Fake-Quelle, weil geht nicht. Sobald ich tot bin, ist klar, die Annie-Rolle ist raus, dann kann es kein Disguiser mehr sein. Aber ich zieh's durch, vielleicht fallen ein paar Idioten drauf rein. Aber jetzt bin ich eh tot. Das war das Problem beim Bodyguard-Claim. Oh, cool. Hätte ich nicht gedacht. Pech aber auch. Hoffentlich hat er reingeschrieben, dass ich ihn protecten wollte. Und jetzt ist er tot. Jetzt werden sie mich halt hochwählen. Optimal gelaufen. Optimal gelaufen. Ich werde nicht darauf antworten, weil es gibt keinen mit dem Namen Scrub. Ah doch, Scrubacker. Ich hoffe, es gibt kein Vigilante. Das Problem ist, wenn jetzt ein Vigilante gibt, wird er mich erschießen wollen. Oh, ein Retriclaim. Mit den Jailer wiederbringen. Verdammt, ich muss gelyncht werden. Sonst exekutiert er mich. Ich werde jetzt mit Absicht ein bisschen aggressiver rangehen und guilty voten. Oder auch nicht. Die killen einen Retri-Claim. Wie geil ist das denn? Hoffentlich war er echt Retri. Das wäre so sensationell. Oh, das wäre so Weltklasse. Wahrscheinlich hat er einfach nur Schwein ohne Ende und er trifft hier jetzt einen Bösewichten. Die Mafia muss jetzt schlau genug sein und darf mich nicht killen. Er hat mehr Glück als Verstand, ey. Er hat mehr Glück als Verstand. Wie kann das sein? I'm Pro. Du hast mehr Glück als Verstand, das ist alles. Bei seinem Vote-Verhalten war klar, dass irgendwann der Godfather, dass irgendwann der Jailer revealen muss und dass er dadurch halt schneller sterben wird. Jetzt wäre die Mafia schlau, nicht zu killen. Einfach nur, um mich jetzt gelyncht zu bekommen. Die Mafia muss wissen, ich bin nicht wirklich Bodyguard anhand des letzten Willens. Aber es sind halt doch so viele Townies da. Und ich war so kurz davor, gekillt zu werden. Toll. Alle, die ich reinframe, will die sterben. Naja, brauchen wir nicht mehr. Proctor. Eine Escort. Jawohl, kill mich.
So geile Argumentationskette. So sensationelle. Jetzt kommt's, pass auf, jetzt kommt's. Da ist ein Leerzeichen drin, er muss böse sein. Jetzt killen sie mich. Ich kill den Mayor. Oh, die Mafia gewinnt das sogar noch. Ich sterbe. Mayor stirbt. Der stirbt. 2 gegen 1. Ah, wird schwer für die Mafia. Ist halt wirklich so. Jawohl. So einfach. Du musst echt nur Bodyguard claimen. Die wollten mich beim ersten Mal schon killen. Das ist so easy. Du musst nur Bodyguard claimen und die Town will dich tot sehen. Mehr ist es nicht. Es ist so grandios. Nö. Sloth als Medium. Ja und? Ist ja dein Pech, nicht meins. Ich würde halt jetzt Krupp auch nicht killen, weil Krupp 100 Pro als Bösewicht dastehen wird. Ja. Ich gehe davon aus, dass Scrubbucker halt wirklich der Town Protective ist, deswegen hat er gecounterclaimed bei meinem Bodyguard Claim. Alles andere würde keinen Sinn machen. Nur er würde hier counterclaim, was halt auch dumm ist. Ich würde niemals counterclaim raushauen bei einem Protective Claim. Zum einen äußerst du dich damit selbst, revealst dich selbst. Und zum anderen hast du halt das Ding, dass du halt sobald der Protective tot ist, selbst am Kragen bist. Und es gibt halt Random Town und so. Ah, oh, wie gut. Wie gut. Ich hoffe, Scrubbucker ist halt wirklich der Protective, der counterclaimt. Ah, verdammt. Ding. Ärgerlich. Leider Medium und die Information vom Ding. Schade. Aber es war halt dumm, Counter zu claimen, wenn du selbst nicht wirklich Protective bist. Finde ich dumm. Das ist ein dummer Move. Er hat sich damit selbst reingeritten. Ist halt geil mit Mayor und Escort. Aber Fuckface wird halt guilty voten. Gewinnt die Town das doch noch. Einfach nur Glück. Für dich einfach nur Glück. Wenn der Lookout da jetzt nicht die beobachtet hätte. Das Ding gewonnen, wie gesagt, einfach Bodyguard Claim ist ein easy kill. Dieser Ding war halt dumm.
Ich hätte niemals Bodyguard in dem Fall counterclaimed. Macht keinen Sinn. Machte gar keinen Sinn. Ja, da war der Lookout wichtig. Ohne den Lookout hätte es nicht gewunkt. I carried. Oh mein Gott. Ich gehe sofort raus. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht bei Town of Salem Ranked. Bis dahin, noch einen schönen Abend. Ciao, Leute.